Und willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Hört ihr? Gruselig ist das. Ein gruseliger Scheiß, ach. Ganz gruseliger Scheiß hier. Mann, Hugo, mach nicht mal so ein Terz hier. Reiß dir alles mit. Und geh dich mal löschen. Da müssen wir rein. Na gut, komm. Hä? Ticket. Mrischnik? Was ist das? Ist das Russisch? Was soll das sein? Oh nein, ich will da nicht rein. Irgendwo eine Kamera. Wow, 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 wow. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe ein Foto gemacht. Oh. Bin ich näher dran gegangen? Komm schon. Ach, Manno. Komm, das versuchen wir auch nochmal selber. So. 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 Ja, das sieht gut aus. Findet ihr nicht, dass das gut aussieht? Ich dachte schon, ich würde in die falsche Richtung jetzt hier bauen. So, ich brauche nur einen langen. Da ist er. Na, ach, ich brauche gar keinen langen. So. Zack. Wunderbärchen. Ah, okay. Oh, Kartoffelchips. Ein kleiner Kaffee-Junkie. Wobei, so viel Kaffee trinke ich eigentlich nicht. So ein, maximal zwei Tassen am Tag. Also nicht jeden Tag zwei Tassen. Ich trinke auch mal gar keinen Kaffee. Ich bin nicht so der Kaffeesüchtige. Oh, warte mal. Da ist ja so eine Genbank. Müssen wir mal kurz hin, weil ich habe da jetzt hier einen Slot frei, oder nicht? Körper, Technik, Kampf. Da haben wir doch jetzt einen frei, oder nicht? Ach nee, ich habe mir Gesundheit gekauft. Richtig. Richtig. War ich hier schon? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo bin ich denn? Hä? Ach, da oben. Okay. Hier war ich noch nicht. Ist hier eine Kamera? Nee. Cool. Ich dachte, wenn man das schnell genug drückt, wird vielleicht eine Melodie rauskommen. Nee. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ach ja. Okay, nee, Moment, den wollte ich haben. So einen langen brauche ich. Da. So, dann müssen wir hier rum. So, dann brauche ich noch einen lang. Da. So. Ach du Scheiße, ich glaube, wir haben ein Problem. Obwohl, vielleicht haben wir doch kein Problem.
Nee, wir haben doch kein Problem. So, weil mir die langen nämlich jetzt ausgegangen sind, dachte ich, dass wir jetzt ein Problem hätten, aber kein Problem. Hackers Delight. Jedes Mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit und Eve. Autohacker. Yay. Da holen wir uns wieder einen von. Ja, und den Rest. Keine Ahnung. Huch. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Okay, Entschuldigung. Also muss ich wohl wieder zurück. Aber hier muss ich nachher lang, wahrscheinlich. Okay. Dicker, ich bin hier. Alles klar? Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Hier, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, okay. Komm, wir folgen jetzt mal wieder dem Pfeilen. Dem Pfeilen, meine ich. Was ist denn hier mit? Was? Ah! Jemand noch Fragen? Muss ich da überhaupt rein? Muss bestimmt hier rein, oder? Ja. Aber ich würde jetzt lieber Fahrstuhl fahren. Nein, nein, nein! Wieso nicht? Scheiße, ich kriege aufs Maul. War ganz gewaltig. Huch, war ich das? Oh, das ging schneller, als ich gehofft hatte. Hä? Da liegt was. Komm jetzt runter, kleine Motte. Würde des Künstlers Ouch. Ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen. Na klar. Kleine Motte. Oh, hör auf mich, kleine Motte zu nennen. Lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Ah, okay, also tust du mir dann auch nichts mehr. Kartoffelchips. Dicker, geh weg. Oh. Die sehen nicht so gesund aus. Och nö, ich habe keine Lust zu hacken. So ist hier dann jetzt abgeschlossen. Dahin. Wobei, ich könnte auch ganz simpel Telekinese benutzen, oder? Oder auch nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Vielleicht jetzt? Ha! Was für eine herausragende athletische Leistung.
Was? Alarmexpert, ein Gentonikum der Hexmappe, entschärft Alarmschaltungen in Sicherheitssystemen nur mit Hilfe der Elektro. Okay, keine Ahnung. Ach, zwei Alarmplatten weniger. Fließgeschwindigkeit. Zwei Überlastungsplatten weniger. Verringert den beim Hacken von Safe Score. Okay, dann. Au, was war das denn jetzt? Kleiner Drecksack. Ja, das ist doch feini fein. Wo bist du? Kleines Miststück. Wow, 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 wow. Hugo, wie wär's, wenn du auch mal was tust? Die alle auf einem Haufen sterben, ja? So. Gut, wo müssen wir hin? Okay. Hier lang, so, so. Wow! Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mutter. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Was? Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine ist ja gut. Hose ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Okay. Ach du Schande. Siehst du's? Ja. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Berühre es. Ja. All sein Macken und Mängeln. Yes! In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug! Such sie! Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, solltest du die deine bekommen. Und Ryan... Na klasse, ich glaube, ich spiele das Spiel heute doch nicht durch. So, ich will jetzt hier dran. Manno. Und hier will ich auch dran. Oh. Oh, das Kästchen kann man nicht öffnen? So, wo muss ich denn hin jetzt, Herzi? Verstehe ich nicht ganz. Ah, guck mal, wir haben ja auch ein paar Räume nicht gecheckt. Okay, ich mache dann jetzt hier mal einen Cut, glaube ich. Töte Martin Finnegan. Ja, wo muss ich denn hin? Keine Ahnung. Hier rein? Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Oh, hör auf, mich so zu nennen. Ah. Was wird denn jetzt? Och nö. Ja, okay.
Glaubst du, kannst mir hier drin den Rest geben, du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sander Baby. Sander dann kommt Baby. Irgendwann der verdammte Eismann. Mal gucken. Jawohl. Hui. Santa Baby.